Servus Laufhelden und herzlich willkommen zu einem weiteren Reaktionsvideo bzw. besser gesagt Analysevideo, weil wir wollen immer die besten Tipps und Tricks extrahieren aus dem, was wir so finden. Und mir ist ein cooles Video vorgeschlagen worden, und zwar Pre-Race Monaco Run Joshua Cheptegei. Das heißt, wir werden hoffentlich ein bisschen zu sehen bekommen, was der aktuelle Weltrekordhalter so vorher trainiert, vielleicht wie er regeneriert. Also schauen wir uns gemeinsam das Video an und schauen wir, was für Hinweise, Tipps und Tricks wir für uns selber mitnehmen können. Mir ist das Ganze gleich ins Auge gesprungen, weil, wie ihr wisst, ich habe ja letztens mal ein Reaktionsvideo auch vom NN Running Team zum Thema Long Run, zum Thema Dauerlauf gemacht. Könnt ihr euch gerne anschauen. Und dieser Monaco Run über die 5 Kilometer, da war ich selbst dabei, habe die Ehre gehabt, gegen den Joshua Cheptegei laufen zu dürfen. Bin dort den österreichischen 5 Kilometer Rekord gelaufen. Könnt ihr euch auch gerne anschauen. Und von dem her interessiert es mich sehr und will ich natürlich auch euch dann gerne weitergeben. Ja, was macht der Joshua Cheptegei vor einem Rennen so? Das Video dauert jetzt nur 7 Minuten, aber wir werden hoffentlich trotzdem ein paar wertvolle Infos bekommen. Also schauen wir einfach mal rein und ich bin schon sehr gespannt, was wir da alles zu sehen bekommen. Okay, und ihr seht schon hier Pre-Race Monaco Run. Vor 2 Wochen gepostet, knapp 60.000 Views, schon sehr cool. 7 Minuten hoffentlich bepackt mit vollen Infos und ich würde sagen, wir starten mal gemeinsam rein. Massage am Start, sehr gut. Ever in the snow, Joshua? The Seven Hills race was always, you were a bit lucky, eh? Okay, windy and cold, but no snow, I think. No snow. Sie reden darüber, ob man schon mal im Schnee gelaufen ist. Schnee war dann Gott sei Dank bei dem Rennen keiner, aber weiß ich nicht, ob das jetzt die Wettervorhersage war. Aber nein, hätte mir auch nicht so gut gefallen. Went a little bit up and you came down again, right? Yeah. And finishing the same, you had this sharp turn in the end. Yeah. That is out because you keep the boulevard and you keep right and you go to the tunnel, so you don't go up and you don't have to go off the course, which is a bit more friendly on the legs, I think. Yeah. Ziemlich geil, erstens einmal die Schuhauswahl, die er da stehen hat, und zweitens finde ich irgendwie lustig, er liegt so da und tut so, ja, passt schon, das weiß ich nicht, ich bin mir nicht ganz sicher, ob er wirklich dazuhört und das checkt, was ihm da erzählt wird. Meistens ist es so, diese Topläufer, die lassen einfach los und die laufen, denen ist egal, ob es rauf geht, runter geht, scharfe Kurven sind egal was, aber ganz auch interessant zu sehen, dass man schon auf einen Straßenkurs sich so ein bisschen vorbereitet, also ein bisschen schaut, wo sind die Kurven, wo geht's rauf, wo geht's runter und nicht nur einfach blind drauf losläuft. Joshua, after massage, around 5:45 we walk down to the stadium. Yes. Yeah, 20 minutes, 30 minutes? Yeah, I want to do maybe 20 minutes and some small straights. Okay, ganz interessant, also das dürfte vor dem Renntag sein. Erste Sache, er hat nochmal eine Massage vom Renntag. Kann man jetzt anhand der kurzen Aufnahmen nicht sagen, wie intensiv das war, wird wahrscheinlich nur eine lockere Massage gewesen sein. Aber das ist auch eine Sache, die sehr individuell sein kann. Ich zum Beispiel brauche jetzt nicht unbedingt so viele Massagen davor, sondern habe lieber ein bisschen einen Tonus und meine letzte Massage irgendwie so ungefähr eine Woche vor dem Rennen. Das passt für mich ein bisschen besser. Und er macht dann so, ja, man sieht es auch, weltbester Läufer, aber 20 Minuten auslaufen, ein paar Steigerungsläufe am Tag vor den Rennen. Also ist jetzt nicht so, dass die Profiläufer da stundenlang herumrennen, sondern auch für euch wichtig, man muss sich trauen manchmal vor dem Rennen. Man kommt sich vielleicht ein bisschen schlecht vor, wenn man mal weniger macht vor einem Rennen, weil man gewohnt ist, dass man viel Umfang hat. Aber auch da 20 Minuten bei Steigerungsläufe und ja, das reicht im Endeffekt für Topleistungen dann. Oh, it will be nice because Beatrice will, you know, Beatrice is also here, Chep Koech. Yeah. So she didn't see the course yet, so she will join us tomorrow as well. Okay. Give her some tips and tricks. Mm-hmm. How is the heat for them? Stefan's world record is 14:48. Oh, okay. And Beatrice run 8:34 if I'm not mistaken. So yeah, she wants to give it a go for the world record. Finde ich geil, wie sie nebenbei so besprechen, wie man vielleicht mal einen Weltrekord läuft bei dem ganzen Event. Ich bin mir aber jetzt nicht ganz sicher, vielleicht ist es auch 2 Tage vor dem Rennen, was wir da sehen. Sie fahren dann ungefähr zum Wettkampfzeitpunkt um 8 Uhr, so herum 7:45, 8 Uhr, wollen sie zur Strecke fahren und dort anscheinend nochmal trainieren.
Das heißt, muss ich vielleicht revidieren, das ist vielleicht 2 Tage vor dem Wettkampf und einen Tag vor dem Wettkampf hat er dann direkt auf der Strecke noch ein Training, aber das sehen wir, glaube ich, gleich. I think the shape is there. Good answer. Es ist so geil, es ist einfach so gechillt. Wahnsinn, ja. Yeah. Is it raining? Why are you not here? You want 30 minutes, Joshua, tomorrow morning, jogging? Yeah, 30 minutes. 30 minutes. So maybe stretching everything 25 minutes. So we could do... I mean, if you want to do the 5K, like the whole course, then I do sprints for 10 minutes. Yeah. Okay, alles klar. Das heißt, wir sind jetzt 2 Tage vor dem Wettkampf, wo er kurz auslaufen geht, dann wird er wahrscheinlich ein paar Steigungsläufe machen und am tatsächlichen Tag vor dem Rennen dann macht er anscheinend 30 Minuten oder sowas und dann noch ein paar 10 Minuten Steigerer Schnelligkeit so in die Richtung und ist dann anscheinend bereit fürs Rennen. Sehr schön Start Area, die seht ihr auch in meinem Video dann, das ich vom Monaco Run gemacht habe. Geiler Yachthafen. Das ist was mir einfach taugt, das finde ich irgendwie, haben die letzten Szenen jetzt gut passt. Im Laufsport ist alles sehr familiär, alles sehr einfach. Also da gibt es kein großes Tamtam, das ist der Weltrekord halt, das ist der beste, das ist der schnellste Mensch, den es jemals gegeben hat auf der Welt. Und der geht einfach hin mit einer Frau, die, wie wir dann wissen, beim Rennen auch den Weltrekord aufstellen wird. Und ja, die joggen da einfach gemütlich herum, da gibt es nicht irgendwie einen großen Auflauf, da gibt es nicht irgendeine große Show drumherum, wie man das halt vielleicht von anderen größeren Sportarten oder zumindest finanziell größeren Sportarten kennt, sondern einfach diese Läuferfamilie, die gemeinsam läuft, trainiert und ja, im Rennen dann gegeneinander antritt. Ja, finde ich geil, dass sein Manager oder der Sportscoach oder was auch immer das ist, mitrennt. Ja, traut sich wahrscheinlich nicht jeder. Nochmal Streckenbesichtigung, weil diese 180 Grad Kurve so in einem Kreisverkehr war, das glaube ich ist gar nicht so einfach gewesen. If you approach the roundabout, do you want him to keep a little bit space so you can go a little bit wider so you have more space to go through it or? Beine schauen einfach schon richtig schnell aus. Was ich da geil finde, er hat einfach die Vaporfly zum Auslaufen an, also einer der besten Straßen- oder schnellsten Straßenrennschuhe und er gönnt sich die einfach, wenn er 30 Minuten auslaufen geht. Okay, das war's auch schon wieder. Ja, tatsächlich recht kurz das Video und im Vergleich zu dem Long-Run-Video auch ja, nicht ganz so informativ, eher viele so Laufaufnahmen und jetzt nicht so viel Inhalt tatsächlicher. Aber ich finde es trotzdem immer wieder einfach geil zu sehen, wie die Besten der Besten trainieren, was sie in dem Fall vor einem Wettkampf machen. Und ich glaube, es gibt eine ganz wichtige Sache, die wir uns alle für uns mitnehmen können. Und zwar ist das was ich auf jeden Fall von mir persönlich kenne und lasst mir das bitte gerne in den Kommentaren unten da, ob ihr das auch so habt. Aber manchmal kommt man sich ein bisschen schlecht einfach vor, weil man so auf Umfang, so viele Kilometer muss ich laufen oder ein bestimmtes Tempo getrimmt ist, dass man sich dann gar nicht mehr traut, vor einem Wettkampf wirklich mal ein bisschen Ruhe zu geben.
Das heißt, wenn man einfach mal einen Ruhetag macht oder einfach 20, 30 Minuten auslaufen geht am Tag für einen Rennen, hat man ein bisschen das Gefühl, nichts gemacht zu haben, hat irgendwie das Gefühl, dass man mehr hätte tun sollen, was letztendlich aber kontraproduktiv sein kann dann für die Leistung. Und wir sind da selbst der beste Läufer, den es je gegeben hat, über die 5 und über die 10 Kilometer. Macht einen ganz ruhigen Tag, also wir haben gehabt jetzt 2 Tage vor dem Wettkampf, hat er wirklich nur 20 Minuten gemacht, ein bisschen Steigerer, und auch am Tag vor dem Wettkampf 30, 40 Minuten, also er hat die 2 Tage vor dem Wettkampf nur wirklich knappe 60 Minuten insgesamt trainiert. Der weltbeste Läufer, also ihr braucht euch da keine Sorgen machen, sondern ganz wichtig, fokussiert auf den Wettkampf, seid euch bewusst, dass 1, 2 ruhige Tage jetzt nichts kaputt machen, sondern im Gegenteil einiges noch bewirken können in puncto Regeneration, in puncto Erholung für den Wettkampf. Und wenn ihr mit dem Fokus dann in das Rennen reingeht, in dem Wissen, in dem Selbstvertrauen, okay, das Training hat gepasst, er hat auch gesagt, okay, irgendwie, Training ist gut, die Form ist da, das heißt, keiner von uns wird den Weltrekord attackieren, aber er ist einfach selbstbewusst, und das sollte es ja auch sein, wenn ihr wisst, okay, ich habe mich gescheit vorbereitet, ich habe gut trainiert, dann kann ich auch selbstbewusst in das Rennen reingehen und meine Leistung abrufen. Ja, das war es dann schon wieder mit dem heutigen Reaktionsvideo. Lasst mal bitte auf jeden Fall ein Like da und abonniert meinen Kanal, wenn ihr keine Tipps und Tricks mehr zum Thema Laufsport verpassen wollt. Ich sage Dankeschön, hoffen wir, das heutige Video hat euch wieder gefallen. Ihr könnt ein bisschen was mitnehmen. Wir sehen uns im nächsten Video, und bis dahin wünsche ich euch wie immer gutes Training.